Insofern wird das Ganze ein kurzweiliger Abend. Vor einem Jahr, meine sehr verehrten Damen und Herren, habe ich hier gestanden und habe über das eine oder das andere berichtet, was wir versucht haben anzustoßen. Und wenn man dann so zurückblickt auf das, ich will aber auch sehr deutlich sagen, dass wir noch ganz, ganz viele Dinge vor uns haben. Ich habe beispielsweise jemand gehabt, der ist zu mir gekommen, hat gesagt, Herr Hartmann, ich habe da ein Unternehmen an der Hand, die würden sich gern mal mit Ihnen unterhalten. Die kamen dann an, haben einen Businessplan vorgelegt, 350 Arbeitsplätze, brauchen 35 Hektar Fläche. Offen gestanden, musste ich dann zu denen sagen, wann brauchen Sie die Fläche denn? Da haben die gesagt, naja, wir tragen uns mit dem Gedanken, gegebenenfalls Ende 2011, Anfang 2012 zu bauen. Da habe ich gesagt, das ist super. Weil wenn sie mir nämlich jetzt gesagt hätten, ich brauche es noch 2010, hätte ich ihnen sagen müssen, wenden sie sich vertrauensvoll an Frankreich oder Rheinland-Pfalz. Wir haben im Moment im Saarland keine Fläche, die größer als ungefähr 11 Hektar ist, die wir anbieten könnten. Und gerade deswegen ist es so wichtig, was der Wolfgang Krichel gesagt hat, dass wir im Bereich Zunderbaum in Homburg, aber hier insbesondere auch im Liesdorfer Berg in der Lage sind, Flächen anzubieten, attraktive Flächen anzubieten, damit Unternehmen hierher kommen, damit hier Arbeitsplätze geschaffen werden, damit Gewerbesteuer fließen kann, und wir sind bereit, dieses dementsprechend zu tun. Ich bin deswegen auch dem Stadtrat sehr, sehr dankbar von Saloui, dass er bereit gewesen ist, den Aufstellungsplan zum Bebauungs... Entschuldigung, den Beschluss, den Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan, so rum ist es richtig, dann auch dementsprechend zu treffen. Das wird für Saloui eine richtig gute Sache. Und insofern, wenn wir da weiter so gut gemeinsam zusammenarbeiten, Stadtverwaltung, Rat auf der einen Seite und wir als Land auf der anderen Seite, dann werden wir dort viel attraktiver sein, als es in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Ich will ganz kurz, meine sehr verehrten Damen und Herren, einen vierten Punkt ansprechen, weil das so Sachen sind, die man normalerweise nur aus Märchen kennt. Wir haben im Saarland, das wissen Sie vielleicht, eine ganz hervorragende Informatik. Wir haben dabei ganz tolle Personen, deren vielleicht bekanntesten an dieser Stelle ist Professor Walster, aber wir haben auch andere. Wir haben beispielsweise einen ganz jungen Menschen, der ist jünger als ich, Professor Backes, der zählt weltweit zu den besten 35 Professoren weltweit unter 35. Der sitzt an der Universität des Saarlandes. Der hat etwas entwickelt, was der ein oder andere vor 5 Jahren vielleicht noch als vollkommen nötig gesehen hätte. Nämlich den sogenannten digitalen Radiergummi. Also worum geht es? Wenn Sie Kinder haben, die im zarten Alter von 16 auf einer Party gewesen sind und dort Bilder gegen 13:30 gemacht worden sind, wo die nicht mehr ganz taufrisch ausgesehen haben. Und Sie haben dann diese Bilder auf Facebook oder StudiVZ oder sonst wo irgendwie gepostet. Und nach 4, 5 Jahren überlegt man sich, ob diese Bilder, die einen da so zeigen, vielleicht noch ins Internet gehören und ob die nicht vielleicht eher rausfliegen sollten und ob vielleicht der ein oder andere Arbeitgeber nicht gegebenenfalls dann den Namen googelt. Und dann so ein Bild sieht und denkt, ob man den dann vielleicht auf der Basis noch einstellen soll. Also, digitaler Radiergummi, der lässt solche Dinge im Internet verschwinden. Da kam Professor Backes an und hat gesagt, ich würde gern ein Unternehmen gründen. Ein Unternehmen, das diese Software als solches vertreibt. Wir haben zusammen mit unserer Initiative SOG mit dem Netzwerk, Saarland Offensive Gründer, Wolfgang Krichel hat es eben angesprochen, du schaffst das, zusammen mit unserer Servicestelle Mittelstand innerhalb von 4 Wochen ein Finanzierungskonzept aufgestellt,
Und dieses Finanzierungskonzept hat dann dazu geführt, dass ganz schnell dieses Unternehmen hier im Saarland gegründet werden wird. Am 11. Januar hat Bundesverbraucherschutzministerin Ilse Aigner das Konzept von Professor Backes in Berlin der Öffentlichkeit vorgestellt. In allen Gazetten, in der Welt, in der Frankfurter, in der Süddeutschen, in vielen anderen konnten Sie von einem Saarbrücker Informatikprofessor lesen, der das entwickelt hat, der dort eine Firma gegründet hat und das dementsprechend jetzt auch vermarktet. Meine sehr verehrten Damen und Herren, also das Thema Forschungslandschaft, was haben wir davon? Das wollen wir übertragen, da wollen wir, dass Wertschöpfung daraus entsteht, da entstehen jetzt Arbeitsplätze und das eben alles sehr schnell mit einem Servicegedanken aus dem Ministerium heraus, meine sehr verehrten Damen und Herren. Da sehen Sie, dass das nicht nur abstrakte Schlagworte sind, sondern dass über diesen oder hinter diesen abstrakten Schlagworten auch sehr konkrete Menschen mit Anliegen stehen, bei denen wir in der Lage sind, dann dieses auch dementsprechend umzusetzen und bei denen wir diese Dinge weiter nach vorne treiben.